ein heißes Omelett in einem Becher, mit der Nase Nachrichten schreiben und Pediküre für euren alten Pullover. Heute seht ihr viele Ideen, die euer Leben einfacher und interessanter machen. Der Morgen beginnt nicht mit Kaffee. Der Morgen beginnt mit einem Wecker. Zuerst versucht die Vibration von meinem Fitnessarmband mich aufzuwecken. Netter Versuch, aber nein. Ein Glück habe ich gestern noch vorgesorgt und einen weiteren Wecker gestellt. Wo ist der aber? Er ist genau auf dem Sofa. Und der zweite Versuch hilft auch nicht. Oder ich besorge mir einen Gabelstapler. Nur der kann mich aus dem Bett bringen. Oh, es klingelt wieder. Ein weiterer Wecker im Zimmer. Und wo ist der? Es hilft nichts. Ich muss aufstehen und den Alarm ausschalten. Fällt es euch auch schwer aufzustehen? Stellt mehrere Wecker auf. Stellt sie an verschiedenen Orten auf. Vergesst aber nicht, uns zu schreiben, wo eure Wecker überall sind. Für den nächsten Hack braucht ihr einen Abstreifer für das Glas. Habt ihr am Morgen geduscht und ihr wisst nicht, wie ihr das Glas schnell trocken bekommt? Schnappt euch den Abstreifer und zieht das Wasser vom Glas ab. Es reinigt schnell die Oberfläche und hinterlässt keine Flecken. Und alles ist schön sauber. Zeit, auf die Waage zu gehen. Oh mein Gott, Zeit, um aufzuräumen und ein paar Übungen zu machen. Ja, ein paar Sprünge helfen zwar noch nicht, aber wir arbeiten dran. Wie wäre es, an Ort und Stelle zu laufen, Kniebeugen machen und Sit-Ups? Nein, die Waage zeigt immer noch das Gleiche an. Eine Decke eilt zur Rettung. Legt die Waage darauf. Auf einer weichen Oberfläche zeigt die Waage ein paar Kilos weniger an. Voilà, ihr verliert Gewicht? Das ist keine Zauberei, sondern eine Fiktion. Aber wir sagen es niemandem. Für den nächsten Hack braucht ihr ein paar Eier und Milch. Gebt die Eier in eine Tasse. Und fügt Milch hinzu. Verrührt es mit einer Gabel. Stellt dann die Tasse 2 Minuten in die Mikrowelle. Ein heißes Omelett ist eine großartige Option für ein leckeres Frühstück. Und in der Küche gibt es kein zusätzliches Geschirr. Wenn ihr lange Haare habt, dauert das Föhnen eine Ewigkeit. Eure Arme werden schon taub, während ihr den Föhn haltet. Aber unser genialer Hack kommt angeflogen. Kombiniert Wäscheständer und Föhn. Steckt den Föhn zwischen den Gitter, legt euch auf das Sofa und der Luftstrom erreicht eure Haare. Dreht langsam euren Kopf und gebt mit den Fingern durch das Haar. Ihr könnt sogar eure Augen schließen und euch vorstellen, dass ihr am Strand liegt und eine warme, frische Brise weht durch die Haare. Und das Haaretrocknen wird zur Entspannung. Probiert es gleich mal aus. Ja, die Haare sind trocken und meine Arme sind nicht taub. Dieses Mal braucht ihr Handcreme, Pflanzenöl und Honig. Mischt die Zutaten in einen separaten Behälter und verrührt es mit einer Gabel. Tragt das Produkt mit einem Pinsel auf eure Hände auf und zieht einen Handschuh an. Wartet dann 20 Minuten und entfernt dann die Handschuhe. Reibt die Maske auf eure Haut ein. Eine selbstgemachte Maske spendet Feuchtigkeit und pflegt die Haut. Und für die nächste Idee braucht ihr einen Apfel. Schneidet ihn in dünne Scheiben. Legt die Scheiben auf das gereinigte Gesicht. Durch Apfelmasken kann man jünger aussehen und es spendet Feuchtigkeit. Kosmetikerinnen sagen, dass die beste Maske für das Gesicht Obst und Gemüse ist. Sehr gute Idee. Eine Maske, die gut für die Haut und für den Magen ist. Ist euer Lippenstift verschmiert und aus dem Make-up ist ein Joker-Lächeln geworden? Wo sind meine Feuchttücher? Ihr braucht Feuchttücher und doppelseitiges Klebeband. Befestigt das Klebeband an der Rückseite. Und die Tücher bringen wir am Sofa an. Feuchttücher sind immer zur Hand. Und ihr könnt euer Make-up jederzeit korrigieren. Perfekt! Auf dem Sofa liegen und Videos auf dem Smartphone schauen. Das machen wir doch alle mal gern, oder? Aber irgendwann schlafen die Hände ein. Für diesen Hack braucht ihr Lego-Steine. Verbindet die Blöcke miteinander und befestigt sie mit Rädern an den Teilen. Baut einen hohen Turm und eine flache Plattform aus kleinen Legos. Rollt den Halter zum Sofa und setzt das Smartphone ein. Aktiviert den Energiesparmodus und schaut euch einfach einen ganzen Film in Ruhe an. Sehr bequem! Und jetzt braucht ihr ein Käppi und Ballons. Füllt die Ballons mit Watte.
Wir verwenden dafür einen Stift. Das geht schneller. Macht dann einen Knoten und macht viele solche Ballons. Befestigt die Ballons mit einer Heißklebepistole am Käppi. Klebt die ganzen Ballons am Käppi an und setzt das Käppi auf. Boah, ich bin müde. Aber mit diesem Käppi samt Kissen kann ich überall ein Nickerchen machen. Für den nächsten Hack braucht ihr eine Zitrone. Schneidet sie in Scheiben. Und dann in kleine Stücke. Gießt etwas Wasser in ein Glas und gebt die Zitronenstücke hinein. Fügt etwas Zucker hinzu, rührt es dann um und dekoriert das Glas mit einer Zitronenscheibe. Seid ihr so müde, dass ihr gar nicht mehr richtig lernen könnt? Ladet euch mit einem erfrischenden Zitronengetränk auf. Durch Wasser mit Zitrone und Zucker werdet ihr schneller wach und dann könnt ihr schnell wieder weiter lernen. Hat euer Lieblingspullover so viele Flusen? Das kann nerven. Für dieses Problem braucht ihr einen Bimsstein. Reinigt den Pullover mit dem Bimsstein. Die Flusen werden gesammelt und es kann leicht mit der Hand entfernt werden. Hey, deine Milch kocht über. Wer kennt dieses Problem nicht? Wir zeigen euch, was da hilft. Gießt Milch in einen Topf. Nehmt ein Stück Butter mit einer Zange und fettet die Wände ein. Eine praktische Idee, denn jetzt kocht die Milch, aber sie kocht nicht über. So müsst ihr nicht immer euren Herd ständig schrubben. Ich erhalte immer im ungünstigsten Moment Nachrichten auf meinem Smartphone. Aber meine Hände sind voller Farbe. Was kann man da tun? Löst das Problem kreativ, indem ihr den Text mit der Nasenspitze eingebt. Eine kurze Nachricht mit der Nase zu schreiben, ist nicht so schwierig, wie es aussieht. Und ihr könnt wieder weitermalen. Und was essen wir zu Mittag? Streichkäse, Wurst und Tiefkühlgemüse. Gießt das Gemüse in eine Schale. Schneidet die Wurst in Scheiben und dann schneiden wir sie in kleine Stücke. Schneidet auch den Käse in kleine Stücke. Fügt die Wurst-Käse-Mischung zum Gemüse hinzu. Und fügt noch, wenn ihr möchtet, Gewürze hinzu. Legt es einige Minuten in die Mikrowelle. Ein schneller, heißer Snack ist genau das, was wir brauchen. Wenn wir zu faul sind, um zu kochen. Nur ein paar Minuten und alles ist fertig. Und für diejenigen, die lieber im Zimmer essen, haben wir einen passenden Trick. Wenn eure Hände voll sind, könnt ihr eure Beine verwenden. Schaltet das Licht mit dem Fuß ein und schwupps ist es hell. Oder macht ihr das schon immer so? Schreibt es uns. Vergesst ihr auch oft viele Dinge? Ihr braucht Haftnotizen und Marker dafür. Schreibt wichtige Notizen und vergesst euren Schlüssel nicht. Macht das Licht aus. Befestigt die Haftnotizen an der Vordertür. So, meine Schlüssel. Hoppla, ich habe sie wieder auf dem Nachttisch liegen gelassen. Aber meine Notizen sind da. Schnell noch meinen Schlüssel holen. So vergesse ich nichts mehr. Oh, und Licht aus. Ich will gern meine Lieblingssüßigkeiten immer griffbereit haben. Ihr braucht dafür eine Dose Cola, ein Gürtel, ein Becher, Wäscheklammern, Feuchttücher und Ziplocks. Und natürlich die Süßigkeiten. Befüllt die Chips im Beutel. Legt die Cracker in einen anderen Beutel. Legt die Cola-Dose in den Becher. Befestigt alles mit Hilfe von Wäscheklammern am Gürtel. Ein schwarzer Gürtel mit Leckereien ist perfekt für mich. Egal wo ich hingehe, ich habe alles immer bei mir. Ich esse zuerst Chips, dann trinke ich Cola und wische mir mit der Serviette die Hände ab. Praktisch! Seid ihr auch manchmal zu faul, um Sport zu treiben? Macht doch am besten folgende Idee. Schaltet den Erinnerungsalarm ein. Und wenn ihr diesen hört, springt dann hoch und macht kurz ein paar Übungen. Springen, Kniebeugen und Joggen auf der Treppe. Ihr müsst alle Muskeln bewegen. Und euer Smartphone wird euch daran erinnern, wann immer ihr eine Pause machen sollt und wann ihr euch wieder aufwärmen müsst. Zeit ins Bett zu gehen. Aber wie kann man einschlafen, wenn meine Füße rausragen und die dann kalt werden? Schaut, was wir da machen. Ihr braucht ein elastisches Band. Legt die Decke auf dem Tisch aus. Markiert die Stelle, wo ihr das Gummiband anbringen möchtet. Und näht es daran. Setzt euren Fuß in die Schlaufe. Und ihr könnt mit warmen Füßen einschlafen. Wenn die Beine warm sind, schlaft ihr viel besser.
Wie fandet ihr unser Video? Welche Hacks werdet ihr heute noch ausprobieren? Schreibt es uns! Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.